In diesem Video geht es um das Thema Licht und Schatten. Wir wollen jetzt hier erklären, wie man jetzt das Phänomen eines Schattens mit dem Lichtstrahlenmodell erklären kann. Wir fangen jetzt mit einer einfachsten Situation an, und zwar den Schatten bei einer punktförmigen Lichtquelle. So, die Lichtquelle wird jetzt hier in der Form eines Punktes dargestellt, und jetzt brauchen wir ein Objekt, einen Schatten wirft, so hier in Rot, das soll jetzt ein Hindernis sein. Und wir stellen uns vor, das ist einfach ein Quadrat und wir gucken einfach schräg von der Seite darauf. Und deshalb hier diese perspektivische Darstellung hinter dem Hindernis. Machen wir wieder ein Quadrat und hier soll es einfach der Schirm sein. Und nun wollen wir uns den Schatten auf dem Schirm angucken und überlegen, wie kommt dieser zustande. Und wählen bestimmte Lichtstrahlen aus, die von der Lichtquelle ausgehen. Und zwar nehmen wir die Lichtstrahlen, die die Eckpunkte von dem Hindernis gerade so treffen. So, diese Lichtstrahlen treffen gerade auf dem Schirm. Und dann gibt es Bereiche, wo Lichtstrahlen auf dem Schirm treffen. Und die Lichtstrahlen, die jetzt hier von dem Hindernis blockiert werden, die können natürlich nicht auf dem Schirm ankommen, sodass wir auf dem Schirm so einen quadratischen Schatten in diesem Fall sehen. So, wir sehen jetzt also hier diesen dunklen Bereich. Hinter dem Hindernis gibt es aber auch einen ganzen Raum, der unbeleuchtet bleibt. Und diesen Raum nennen wir dann den Schattenraum. Okay, notieren wir ganz kurz. Die Lichtstrahlen werden teilweise von dem Hindernis unterbrochen. Diese Strahlen erreichen den Schirm nicht. Die Stellen auf dem Schirm, wo keine Lichtstrahlen ankommen, nennt man Schatten. Den unbeleuchteten Raum hinter dem Hindernis nennt man Schattenraum. Nun machen wir die Situation etwas komplizierter und schauen uns an den Schatten bei zwei punktförmigen Lichtquellen. Okay, wir starten mit der Lichtquelle 1 und Lichtquelle 2. Und diesmal werde ich das nicht mehr dreidimensional darstellen, weil wir dann viel zu viele Lichtstrahlen verfolgen müssen. Und wir tun jetzt so, als ob wir auf die Situation von oben drauf schauen würden. Und dann wird aus unserem Rechteck einfach so ein Strich. Also wir sind jetzt einfach über dem Blatt Papier hier und gucken auf dem Schirm von oben und dieser erscheint für uns wie ein Strich. So, das ist also unser Hindernis und hinter dem Hindernis gucken wir uns jetzt einen Schirm an. Und wie in der Situation mit einer punktförmigen Lichtquelle gibt es ausgewählte Strahlen, die gerade so das Hindernis treffen. Einmal jetzt bei der Lichtquelle 1 und dort entsteht im Prinzip von da nach da ein Schatten, den ich jetzt mit S1 benenne. Das ist jetzt der Schatten, der aufgrund der Lichtquelle 1 auf dem Schirm entsteht. Analog dazu kann man sich jetzt da guckt man sich jetzt die Lichtquelle 2 an und auch hier haben wir die ausgewählten Strahlen und genau wir in dem Fall S1 gibt es auch einen zweiten Schatten, einen weiteren Schatten, der jetzt zu der Lichtquelle 2 gehört. Und dieser geht von da nach da. Und wenn wir den hier S1 genannt haben, nennen wir diesen einfach S2. Nun sehen wir jetzt einmal hier den Schatten S2 und den Schatten S1. Und dazwischen gibt es eine Überlappung beider Schatten. Und das ist jetzt ein Bereich, wo weder die Lichtstrahlen der Lichtquelle 1 noch von der Lichtquelle 2 ankommen. Das bedeutet, das hier bleibt vollkommen dunkel und diesen unbeleuchteten Bereich nennt man dann in diesem Zusammenhang den Kernschatten. Und da gibt es noch Bereiche, die zwar nicht vollständig beleuchtet werden, zum Beispiel S2, da kommen keine Strahlen von der Lichtquelle 2 an,
aber wohl Lichtstrahlen von der Quelle 1. Also dieser Bereich hier und auch der hier, der ist sozusagen halb beleuchtet. Und dann kommen wir zu dem Namen Halbschatten. Und der trifft, wie gesagt, einmal hier auf und einmal hier auf der anderen Seite. In dieser Konstellation haben wir jetzt eine vollkommen symmetrische Situation. Den Kernschatten ist hier in diesem Fall der Bereich, wo sich beide Halbschatten überschneiden. Als drittes gucken wir uns jetzt den Schatten bei einer sogenannten ausgedehnten Lichtquelle an. Und zwar geht es darum, in der realen Welt haben Lichtquellen eine leuchtende Oberfläche. Jeder Punkt der leuchtenden Oberfläche kann als eine punktförmige Lichtquelle gesehen werden. Das bedeutet, je größer die leuchtende Oberfläche, desto unschärfer sind die Schattenkanten. Warum ist das so? Dazu gucken wir uns jetzt ein Beispiel an. Einmal eine Lampe und wie immer ein Hindernis. Wieder gucken wir uns die Situation von oben an. Und hinter dem Hindernis haben wir einen Schirm. Und nun gibt es jetzt hier eine leuchtende Oberfläche und von ausgewählten Punkten auf dieser Oberfläche werden wir uns Strahlen angucken, die gerade so das Hindernis passieren. Also zum Beispiel von da aus gehen Lichtstrahlen aus oder von da und so weiter. So, wenn man sich das anschaut, hier in diesem Bereich zwischen dem und dem Lichtstrahl kommen gar keine Lichtstrahlen auf dem Schirm an. Und in dem Bereich von da nach da wiederum gibt es dann Bereiche, die dann so einen unscharfen Schattenübergang darstellen. Also wir haben jetzt immer weniger Lichtstrahlen, die hier diesen Zwischenraum hier treffen. Und das sieht so aus, als ob dieser Schatten hier so ein bisschen ausgeblendet wird. Also wir haben jetzt hier einen relativ dunklen Schatten und von da nach da wieder immer heller. Und genau wie hier, von da nach da hat man jetzt auch einen weichen Übergang von dunkel ins helle. Die Modellierung mit den Lichtstrahlen wird auch von Computern verwendet und das wollen wir uns jetzt einmal angucken. Hier machen wir jetzt einen kleinen Blick hinter die Kulissen und schauen wir uns die Software an, mit der ich meine 3D-Simulationen bzw. Animationen erstelle. Dazu verwende ich die Software Blender. Blender ist eine Open-Source-Software, das bedeutet, die wird von einer Community entwickelt, die das in den meisten Fällen ehrenamtlich macht. Das funktioniert so ein bisschen wie Wikipedia. Blender kann man sich kostenlos herunterladen für die Betriebssysteme Windows, macOS und Linux. Also alles, was eine Tastatur besitzt, sollte in der Lage sein, Blender abzuspielen. Okay, hier haben wir jetzt eine Szene. Zu dieser Szene möchte ich erstmal eine Lichtquelle hinzufügen. So unter Licht und hier Point. Und wir sehen jetzt, hier ist so eine kleine Kugel entstanden. Im Sinne der geometrischen Optik ist es noch keine Punktlichtquelle, weil wir hier eine Ausdehnung haben. Das kann ich hier bei Size, also bei der Größe verändern. Ich kann sie entweder größer machen oder kleiner und wenn ich die Größe auf 0 setze, haben wir tatsächlich Lichtstrahlen, die nur von diesem einen Punkt ausgehen. Als nächstes brauchen wir ein Hindernis. Dazu füge ich hier so ein Rechteck hinzu. Noch wird das Ganze nicht beleuchtet, weil es falsch gedreht ist. Dann drehe ich das um 90 Grad und die Lichtquelle leuchtet auf das Hindernis. Leider ist die Lichtquelle noch zu schwach. Geben wir ihr etwas mehr Power, 1000 Watt. Nun ist das Hindernis beleuchtet. Ich ändere noch kurz die Farbe, damit es zu dem Tafelbild passt. Also die Lichtquelle leuchtet auf das Hindernis. Die Strahlen werden dort reflektiert und wir können
das rote Hindernis hier sehen. Als nächstes fügen wir noch einen Schirm hinzu. Wieder ein Rechteck. Ich verschiebe es nach da. Drehe es. Und mache es etwas größer. So, und nun haben wir unseren Schirm. Und es gibt Bereiche, wo die Lichtstrahlen von der Lichtquelle auf dem Schirm treffen können. Das sind die etwas helleren Bereiche. Und die Stellen auf dem Schirm, wo die Lichtstrahlen nicht drauf treffen, weil sie von dem Hindernis unterbrochen werden, die sind ja ganz dunkel. Und diese Stellen nennen wir dann Schatten. So, wenn ich jetzt das Hindernis zu der Lichtquelle hinbewege, wird der Schatten größer, weil wir Meshstrahlen verhindern. Wenn wir die Lichtquelle nach hinten verschieben, werden weniger Strahlen unterbrochen und der unbeleuchtete Bereich ist dann natürlich kleiner, der Schatten wird also kleiner. Eine ähnliche Auswirkung gibt es auch, wenn wir den Schirm verschieben. Dann treffen die Strahlen eher auf den Schirm und wir haben hier einen kleineren Schatten. Wenn wir unseren Schirm weiter nach hinten verschieben, wird der Schatten entsprechend größer. So, nun wollen wir uns die Sache mit den Halb- und Kernschatten angucken. Dazu müssen wir eine weitere Lichtquelle hinzufügen und sie dann ähnlich bearbeiten. Also mehr Power, 1000 Watt und den Radius, die Ausdehnung der Lichtquelle auf 0 setzen. Und wenn wir die Lichtquelle jetzt hier verschieben, sehen wir jetzt hier Bereiche, die von beiden Lichtquellen beleuchtet werden. Das sind die ganz hellen Bereiche. Dann gibt es Bereiche, die von keiner der Lichtquellen beleuchtet werden. Das ist hier der Kernschatten. Und hier, dieser Bereich wird von der Lichtquelle beleuchtet, aber nicht von dieser. Deshalb haben wir so einen halb beleuchteten Bereich. Das ist der Halbschatten. Und auf der anderen Seite hier, das wird von der Lichtquelle beleuchtet, aber nicht von der. Und hier wieder ein Halbschatten. So, vielleicht noch eine ziemlich interessante Sache. Was passiert, wenn wir die Farbe von den Lichtquellen ändern? Dann entsteht etwas, was ästhetisch ziemlich ansprechend ist. Ich mache diese Lichtquelle auf, die soll jetzt blaues Licht aussenden. Und dieser Lichtquelle soll gelbes Licht aussenden. So, nun haben wir Bereiche auf dem Schirm, wo sowohl blaue und gelbe Lichtstrahlen drauf treffen. Das ergibt dann insgesamt eine weiße Farbe. Deshalb hat sich jetzt hier unser Schirm farbig nicht verändert. Dann gibt es hier einen blauen Bereich. Dieser blaue Bereich kommt zustande, weil er von dieser blauen Lichtquelle beleuchtet wird, aber nicht von der gelben. Das bedeutet, hier treffen nur blaue Lichtstrahlen auf. Und auf der anderen Seite hier dieser Schatten, der gelbe Schatten, wird zwar von der gelben Lichtquelle beleuchtet, deshalb ist es gelb, aber nicht von der blauen hier. Und dann gibt es noch sozusagen die Überschneidung von beider Schatten. Hier auf diesen schwarzen Balken treffen weder die blauen noch die gelben Lichtstrahlen auf und deshalb haben wir hier einen schwarzen Schatten. Gut, dann gucken wir uns noch den Schatten von den ausgedehnten Lichtquellen an. Dazu lösche ich einmal diese Lichtquelle. So, und die Farbe setze ich wieder auf weiß. Und nun mache ich jetzt verändere ich die Ausdehnung von der Lichtquelle. So, und in der Simulation gibt es so ein paar Artefakte, also ganz realistisch sieht es an dieser Stelle nicht aus, weil wir jetzt durch die Simulation ein bisschen beschränkt werden. Aber wir sehen hier,
Bereiche, wo keine Lichtstrahlen drauf treffen. Dann haben wir so wirklich so einen dunklen Schatten. Und hier drumherum so einen unscharfen Übergang, weil manche Strahlen von der Oberfläche der Lichtquelle hier drauf treffen. Hier vorne unten die Strahlen wiederum nicht. Und so entsteht hier dieser unscharfe Übergang.